Dass zwei Leute von hinten wegkamen, da wurde dann gesagt, das habe ich gehört, die sind entlassen worden. Es sind dann entlassen worden nach Hause, das weiß ich. 3 oder 4 so. Aber sonst, die anderen, wenn man hörte, die kamen dann, ja, sie sind von Insel aus entlassen worden, aber zum Beispiel nach Natzweil oder nach Dachau oder so. Und die, welche entlassen wurden nach Hause, mussten sich unterschreiben, dass sie aus ihrer Zeit von Dachau oder von Insel nirgends was erzählen. Und die mussten sich jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu Hause, ich sage jetzt von den Luxemburgern, in Luxemburg mussten die sich bei der Gestapo-Stelle melden, dass sie noch da waren. Also die standen von dem Moment an, standen sie unter steter Bewachung ihrer Gestapo-Dienststelle, die zuständig war für diese Richtung. Also das weiß ich genau von einem, der in dem Fall war. Aber der hat sich dann kurz danach, hat er sich abgesetzt nach Frankreich, Portugal und ist später in England gelandet, wo er sich dann in der Brigade Piron engagiert hat. Das war eine belgische Brigade und die Luxemburger, die sich freiwillig, die kamen auch in die Brigade Piron. Zum Beispiel der Emil Krebs, das war ein Cousin von Robert Krebs. Der war in dem Fall, der war, als ich nach Hinzert kam, da waren vorher auch schon Luxemburger, also vor dem 4. November, ein Fern von Luxemburg. Und da sah ich einen, der hat so einen Kapuze auf, Handschuhe, und der war im Gang Stacheldraht aufzuwickeln. Das war ganz im Anfang. Also den zweiten Tag habe ich gedacht, was war der denn da? Ne? Und danach hat sich herausgestellt, weil das der Emil Krebs. Der wurde entlassen und kurz danach hat er sich abgesetzt, ist in England gelandet, hat sich doch sogar mit einer Engländerin, hat er sich verheiratet und dann ist er wieder nach Luxemburg und ist dann, hat sich engagiert in der Politik bei der DP, Demokratische Partei, das sind dann die Liberalen wie hier, die FDP, und lange Zeit Ministerin der Regierung. Also auf jeden Fall, wenn einer entlassen wurde, stand er immer unter Aufsicht der Gestapo. Und die allermeisten von denen sind später bei irgendeiner Gelegenheit wieder verhaftet worden. Oder andere haben sich gleich aus dem Staat gemacht und haben sogar Bücher geschrieben im Ausland. Von 1933 gab es Bücher über die deutschen KZs. Das war natürlich, die Nazis haben dann gehört, das ist alles Gräuelpropaganda. Verstehen Sie? Wenn so ein Buch hier aufgetaucht ist, das war Gräuelpropaganda. Aber damals sind schon Bücher geschrieben worden von Insassen irgendeines Lagers. Und da habe ich ein Buch gelesen. Da war eine englische Reporterin. Die hat es fertiggebracht, durch das Rote Kreuz Eingang zu bekommen in irgendein, ich glaube, nach Dachau. Die wurde sogar dann eingeladen zur Besichtigung.
das Lager zu besichtigen und sich selber können zu überzeugen, dass das, was da geschrieben wird, dass das alles Lügen sind. Der Kommandant wusste genau, dann und dann kommt die Kommen. Dann wurde das Lager tiptop hergerichtet. Die Gefangenen wussten natürlich, dass sie die bekamen dann eingebläut. Ne? Also, macht das ihr da, also. Und dann kam die, da war alles in bester Ordnung, alles blitzblank. Und dann ist die gegangen, hat sie einen wunderbaren Dreh. Das ist alles gar nicht so gut. Aber sobald die weg war, dann gab es wieder. Sie haben mir ja auch mal eine Kopie von der Karte gegeben, von Dachau. Sie durften ja nach Hause schreiben, aber auch praktisch nicht die Wahrheit schreiben. Das war ja, ja. Also, sie konnten nach Hause schreiben, aber das ging durch eine Zensur. Und wenn es denen nicht genehm war, haben sie das überhaupt nicht weitergeleitet. Also, der Stereotyp war immer, es geht mir gut, ne? Ja. Was macht der und der und der? Ne? Ficken Sie mir im nächsten Paket vielleicht Tabak oder so. Ja. Und in Dachau konnten wir nämlich Pakete einfangen. Und sonderbarerweise bekamen wir auch alles, was in Natzweiler gar nicht der Fall wäre. In Hinsatz, ne? So wäre das. Und also Entlassung wäre eine große Seltenheit. Das ist auf jeden Fall klar. Und jeder, der in dem Fall wäre, der nur konnte, hat sich gleich über die Schnur gemacht. Ne? Aber die entlassen wurden, von denen wurden sie nie gewährt, was da vorgeht. Selbstverständlich nicht. Der dürfte keinen. Das hat er unterschrieben. Das muss unterschrieben werden. Aber wussten denn die Angehörigen immer, wo denn die. Sie waren, also meine Mutter wusste ja nicht immer, wo sie gerade in Haft war. Ja, da. Naja, also meine Mutter war auch verhaftet worden, nicht mehr. Und die kam ins Zuchthaus Anne, den Engländer gehört, ins Zuchthaus Anrat. Und die kam ein paar Monate, kam die wieder nach Hause. Da war irgendeine Amnestie. Amnestie. Zu Führers Geburtstag oder ich weiß nicht. Da kam die wieder. Und die hat, also die wurde nie mehr belästigt. Also das ist ja, was ich immer gesagt habe, also sie wussten gar nicht, wo sie mit denen dran waren. Mein Vater wäre auch verhaftet worden. Also wir würden zu drei. Ja. Mein Vater kam mit mir nach Hinzern. Er war Bäckermeister. Und da war einer von der SS. Das war auch ein, das war ein Bäckergeselle gewesen. Ach, sind sie Bäckermeister. Und der hatte also eine Stelle bekommen als, ich weiß nicht, eine Vorzugs. Was wir so nannten. Im Lehrer waren auch Prominente. Da war auch so eine Hierarchie von Häftlingen. Und nee, hat er gesagt, also da hat er, da steht in dem Buch von Emils Haus die Galeere, auf der Galeere. Aber da gibt er ihnen ganz andere Namen. Da ist mein Vater figuriert auch da als Jean Scholte so. Ah, ja, ja. Und da kam er ins Kartoffelfehlkommando. Und da hatte er dann Gelegenheit, also als mit so einer Kartoffel oder so einem Hauptkutzen, ne? Ja. Mhm. So nicht, dann auch zu verteilen. Ah. Bon. Und der
der Fähre Weimar, waren dann die nach Luxemburg ins Gefängnis wieder kamen. Von hier zu den Klassen, Frau den Klassen. Dann glaubten die anderen, ah, die kommen jetzt nach Hause. Nee, die kamen ins Gefängnis in Luxemburg, um in einen Prozess zu machen. Also, ja, ich wusste das ja nicht. Ich war damals im Spital in Herbst. Und meine Mutter, das wusste, im Gefängnis war nämlich einer, der hat sämtliche Familien hat der benachrichtigt. Ihr Mann ist jetzt hier. Und da hat meine Mutter eine Revanche gemacht, also ein Besuch für meinen Vater zu besuchen. Geht sie auf die Gestapo? Ihr Mann ist die Insel. Ja, das stimmt. Die glaubten noch immer, mein Vater wäre in Hinz. Also das wird damals organisiert, dass es hier und da überorganisiert wird, dass sie selbst nicht mehr wussten, wo alles war. Und nämlich, weil mein Vater Bäckermeister war und im Grundgefängnis war der Bäcker gerade entlassen worden. Ne? Ja, mein Vater in die Bäckerei. Bis er entlassen wurde. Der war nicht bis zum Ende des Krieges. Auf einmal wurde der, ich weiß auch nicht, vielleicht ohne dass die Gestapo es wusste. Also das weiß ich heute noch nicht. Aber ich habe gehört, dass der Sekretär, der Römer, Josi hat der geheißen, der hat hier und da so Dinger gedreht. Dunkle Geschäfte. Hat der ständig da entlassen. Also so wird es, denn als ich meine Mutter gefragt habe, die gesagt, durch den Römer, also ist dein Vater, das ist doch besser, aber so wäre das. Ist eben denn kein Prozess gemacht worden, Ihr Vater? Nicht. Mir nicht, und auch meine Mutter. Das Einzige, was ich ja bekommen habe, ein Jahr danach, im Mai 42, da war ich im Krankenhaus, da kamen zwei Herren auf einmal, oh, meine Herren, im Zivil, guten Tag, das ist ganz höflich vorgegangen, da legen sie mir so einen roten Zettel dahin, also das war ein Jahr, Schutzhaftbefehl, ja, da müssen sie unterscheiden, dass sie das machen. Das können sie behaupten. Ja, danke schön. Überhaupt der Ausdruck schutzhaft, das war ja schon unterscheidend. Ne? Also überhaupt schutzhaft, das wäre ohne Urteil. Wenn sie in schutzhaft genommen würden, das wäre nach dem deutschen Recht, sie nehmen mich in Schutz vor der Volkswut. Ah ja, so wurde das interpretiert. Ja, sicher. Ja. Also, das wäre... Also, ich wär in ihrem Schutz vor der Volkswut. Denn ich wäre ja ein Volksschädler. Ein Moment. Wie war die Begründung? Ich habe es jetzt nicht dabei, dass sie die Sicherheit des Staates gefährdet oder so. Ja, hat das unternommen. Also stellen Sie sich mal vor, ich persönlich gefährde den Bestand und die Sicherheit des Staates und des Volkes. Ich bin ein Superheld oder was ist das? Also ich persönlich gefährde die Sicherheit und die und den Bestand des deutschen Volkes. Also ich bin ein 100.000%iger Volksfeind. Ja. Das kann Ihnen doch passieren, wenn diese Zustände wieder... Ja, Sie lachen jetzt, lachen Sie nicht. Das kann Ihnen passieren, gratulieren.